No Testfire. No Testfire, Dirt Rush. Jetzt in E. Dirt Rush ohne Crashfire? Direct Rush. Na denn? Scouten darfst du noch nicht. Ich hab doch keinen Scout. Kennst mich doch. Meine waren auch alle runter. Direkt drauf, ne? Herzlichen Glückwunsch. Wird schon schief gehen. Da ist doch gar keiner drin hier. Wie klug, sind sie doll in der Mitte. Kamikaze. Kommen auf jeden Fall mal kaum Scouts, ne? Hat noch keinen gesehen. Das U-Boot. In Emil ist eine QV. Sind da heute bisher keine da bei denen? Und oh, noch doch. Eine Amagi. Doch, letzte Runde haben sie rausgeschossen. Ich meine, es ist 16 Minuten vergangen und wir sind schon im Hafenbecken. Wollen wir also nur einen Raum verteidigen? Ja, über. Oh, hat hier irgendjemand Headshots im Süden? Na, ich erfrost dich lieber Scheiße. Spritz ihn zu. Ui. Ah, nee, doch nicht. Please take ships with anti-air. Ach, der Rat keine Anti-air, leider. Jetzt wollte ich mir gerade einen Kaffee schon wieder eine Schelle fangen hier. Was ist denn los mit der? Raus. Immerhin, sie haben uns nicht ausradiert. 3 CVs, ja, oder? Ja. Und Nils hat auch so einen Schmuck. Go, 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 go. War das ein Grund? Go, 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 weil go, keiner go, da go, war. Go, 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 go. Gut, erste U-Boot ist gecrashed. Push. Ah, no test fire. Hm. Thank you, straight. Danke. Oh, ja. Kasten Bier, würde ich sagen. Der Raum ist halt mega lang für dieses Direkt-Rushen. Na, darum, wir müssen ein bisschen hier... Deswegen haben wir die Begonias. Bei den kürzeren Räumen, da kann man sie überraschen, aber hier sehen sie uns halt, ja. Denn jetzt, spätestens jetzt, können sie sich drauf einstellen. So, drauf. Die Share in der Mitte. Los, first target, die Admiral Share. Weiter die Admiral Shea in der Mitte. Solar D. A ist rausgecrashed. Nexus, die obere Albea. Die obere Albea. Kann mir jemand umschalten für die QV? Bin ich dabei. Da ist eine QV direkt vor euch. Die obere Albea lebt immer noch. Die ist weg. Gelb Norden, die Leute auf die, in der Mitte auf die Kaiser, die braucht noch einen Shot. Sieht noch jemand die QV auf E4? Ja. Ja. In der Mitte, die Kaiser braucht noch einen Shot. Wichtigere Ziele. Die rennen alle weg. Jo, denn normal, ne? Jo. Mit Hedgehogs. Nice Lord, Alter. Der hat gefressen, Alter, aber vom Feinsten. Ich hab leider den Russen im Süden nicht gekriegt. Mach mal die J44 darum weg. Ja, crashen nächste Runde. Moment. Ach so, ohne Crash. Ich glaube, jetzt wird's Zeit New Jersey. Nicht? Ja, zu wenig Range. Bitte nochmal, habe ich gerade nicht verstanden. In der Mitte bleiben die KG6. Okay.
da ein bisschen agieren, zwischendurch mal reinstechen. Ruhig zusammen und absprechen. Aber nicht so wie letztes Mal gegensätzliche Kurse fahren. Einer links, einer rechts, andere hoch, andere runter. Don't give out. Chinesische Zwillinge. Also wieder ernsthaft. Jens ist jetzt 62 Jahre alt. Alles klar. Ah, ja, eine J44. Fuck. Oh, ey, Engländer und eine Dings. Schade. Spart euch auch jetzt eure Scouts ein bisschen, ne? Dass nur jeder Zweite oder so einen Scout schickt. Jetzt sollten wir ja CV6 hier drin haben. Die Leute, die Flak haben, dürfen die auch ruhig zwischendurch nutzen. Oh, das ist aber nett. Geh mal hoch, Klaus. U-Boot rein oben. Zwei. So weit komme ich nicht. Achtung, Mats, ich fahr vor. Pass ein bisschen auf den in der Mitte auf da, auf die J. Check, check. Können die KG6 einen kleinen Push auf die Thunderer machen? Wollte ich gerade sagen, Nils, wär's greift. Ich steck zur J hin ab. Ja. Jetzt hat's geschnackelt beim S-Pit. Oh, bei mir, bin ich voll drin. Rüssel, komm lieber wieder zurück. Hm. Bleib mal ein bisschen zurück. Das war gar nicht der S-Pit. Backcheck passt schon. Lumpig. Okay, brecht ab, fahrt mal in den Norden, ihr zwei. Und pusht da mal eine Kaiser oder so raus in einem günstigen Moment. Jo. J mit, passt schon. Ja, die will. Hab aufgetaucht, Mitte. Oh, Kagi Thunderer kommt. Bitte. Nils. Süden, okay. Süden müsste blind sein. Nils, sollen wir kurz auf den Russen? Obwohl, warte, jetzt kommt so viel rein. Die kommen nach Radalakosche, die schieben gleich nach oben. Die Sandra in der Mitte ist auch noch. Muss ein bisschen treppen. Jetzt müsste Süden wieder blind sein. Kommt. Mitte Licht. Ist unterwegs, zum Fleisch wieder. Dann schickt man Südscouts bitte. Oh! Ja, meiner ist unterwegs. Kennt Minen vor dir? Ich hab Angst vor dem Rosen. Habt ihr sich hinten, sollt ihr Penner? Also. Ich schreib an Minen falsch. Oh, schon gut. Vielleicht schreibt man das auf Russisch so. Die Sandra mit dir kommt. Deswegen fährst du auch schön die Minen rein, ne? Ja, die haben gerade bewusst gedrückt. Ja, die wollen uns jetzt in den Minen. Uli, hast du das U-Boot im Blick, das Gegnerische?
Nein, ich bin gerade aufgetaucht, tank gerade Luft. Okay. Wo soll es denn sein? Wo soll das denn sein? Ja, weiß ich ja nicht. Ich war gerade getaucht, da war nichts. Also da muss jetzt erst ein Weg höchstens lassen. Wenn dein Overheat voll ist, siehst du auch. Schönen Dank, ja. Ey. Ich hab gesagt, dass sie kommt. Also hier ist im Moment nichts zu sehen. Mann! Ich muss sie doch kriegen mit der Schere. Können bloß immer drauf schießen. Sportfreund Kaiser kommt rein. Macht das schön. Der Russe Mitte. Dafür gibt's gar nicht mehr. Eieiei. Oh fuck. Zu viel. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Ich fahre wieder runter in den Süden. Ich bin auch schon auf dem Weg. Der Norden ist voll hier auf jeden Fall noch. Viper, ich crosse. Nord-U-Boot kommt rein auf E2, ist gerade erst am Losfahren. Italiener. Hm. Bitte kann er gern kommen, da freue ich mich schon. Nils, push mal die J-Marks. Ja, jetzt wird er weg. Warte, ich würde am rausdrehen. Wow. Aspit kommt Süd. Aspit Süd, Sportsfreund. Jo. Komm drauf da jetzt. Mach den weg. Oh, komm schon. Ein Viper raus da, die Mitte kommt voll. Wird schon wieder weg. Ich treffe auch keinen. Delay ist echt schlimm gerade. Also ich will kreuzen. Delay ist einfach brutal gerade. Ja, ich fahr hinter. Wer fährt denn den cool? Ich fahr mal wieder hoch. Ich. Komm, lass lieber um die Kaisers im Süden fahren mit der KGV. Komm runter hier. Ihr hättet jetzt mit euch die Jörg gekommen. Ich SS in die Mitte rein. Sandra Süd. Keinen Bock auf P25 mit dem Ding. Oh, der wehrt sich auch mit Händen und Füßen hier, der ist das Dark hier da. Was der fährt ein Nox? Opi, ne? Ja. Okay, alles klar. Bin hier schon in Minen, oder? Erst aus dem Süden aufpassen, wenn ihr hochkommt. Sind was vorgelagert, die Mitte. Also Mitte hat gerade ziemlich alles AP geladen. Ja, träumst du davon? Kann man im Süden nicht mal versuchen, ein U-Boot ein bisschen zu drücken, weil der E-Bomb ist am Anfang gecrashed. Wenn der im Norden tot ist, dürfte er eigentlich keinen Sub mehr haben. Okay, ich versuch's mal. Mal guck vorher, ob da irgendwo ja ein Hatcheck hat. Aber nicht zu nah an Witwan fahren. Nicht zum CV fahren, ja. Die CVs schon mal bitte anfangen, kleinere Staffeln zu laden, weniger zu schicken. Das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt ist der Arsch mit seinen Russen wieder da hier. Der Russen ist in der Mitte. Bei Süden ist ja jetzt auch einer. Ist oben bloß der Russen 6er oder ist da noch irgendwas? Da ist ein bisschen mehr. Bunny, komm rein. Ja, und dann würdest du die Thunderer am besten nehmen im U-Boot.
Er sollte wenig Kiel haben. Nimm den Russen eher. Oder den Russen, ja. Genau. Na, da oben ist noch ein Russen vom 6er. Dann direkt rumdrehen, wenn du getoppt hast. Direkt rum. J. Oh, der trifft nicht. Scheiße. Scheiße. Okay. Warte, ich geh vorne rum. Jo. Lass bitte die einer Linie frei. Bisschen kompakter stehen. Ein bisschen Licht in die Mitte. Ich glaube, ich muss das mal reparieren. Doch. Ja, Brüssel, genau, hol da den. Aber gib Obacht auf meine Minen, gell? Mhm. Uli, abheim. Jungs, abheim. Wenn wir uns im Norden sammeln, Brüssel macht den jetzt weg, dann haben wir im Norden bis zur D2, D3 Linie frei. Ja, ich versuche aufzupassen, dass sie aus der Mitte nicht hochschieben. Falls Brösel den wegkriegt. Ich kann Kaiser. Nicht helfen. Ich repariere gerade im Süden. Oh, Achtung. Oh, sehr gut. Sehr gut. Kaiser ist weg. Weg, das dumme Viech. AP für die Sandra. Vorsicht, der Russe im Süden. Ja, jetzt sind hier zwei Russen im Süden. Kommt immer mit euren Shares wieder runter. Ja, die KG6 bitte wieder in die Mitte ziehen. Pass auf, Opi. Soll ich wieder runter? Ich kann auch wieder in den Süden fahren. Ich habe eine Mine erwischt. Ich fahre wieder in den Süden. Ja, also wir haben aber hier gerade ein schönes Loch in der Mitte. Da ist oben bloß noch die Dings und der Engländer, oder? Ja, macht oben ein bisschen Druck. Das ist hier KGV gegen Scher, gegen Russe im Süden. Ja, der hat CV deckt mich gegen Uwo, das ist das Problem. Brüssel fährt zurück. Mhm. Weil der rennt sie jetzt nicht mehr dort. Jetzt, wenn sie ja auf die Schale in Mitte schiebt. Vorsicht, QV ist noch los, drin. Ihr müsst Norddruck machen. Hier unten sind 5 PBs. Okay. Vom Gegner. Macht Norddruck. Ordentlich Druck machen. Ja. Die KG6 am besten schnell wie möglich auch hoch. Nee, dann sind die hier durch, wenn ich ganz schnell hochfahre. Nein, ich bin ja noch hier. Alles gut. Komm. Sporty, fahr mal Gas, oben Gas. An die Linie da. Das ja. Aber der Russe oben ist noch nicht weg, oder? Nee, der ist so wegrennt. Aki brauche ja Also passt auf, oben im Dunkeln ist da noch ein Russe. Wenn ihr im Norden vorfahrt, passt auf den Süden auf, ne? Nicht, dass ihr da... Ich seh's, ja. Bei Scouts habe ich keine mehr. Ist noch was ganz im Norden? Ja, da ist noch ein Russen. Ja, aber der ist so weit hinten, der kommt nicht so schnell vierer. Der ist bei C2 irgendwo. Pass auf von unten nicht, dass du was kriegst jetzt hier mit deiner Schere, mit Dennis. Hältst du die beiden Russen alleine auf? Ja, ich mach das. Also ich kann oben kein Licht machen, ich habe keinen Scout mehr. Ja, komm gleich durch. Alles klar. Vorne in der Mitte da. Ja, so, mit 6 Wanderer mal weg. Das könnte der Norden einreißen. Einfach im Norden drauf, die sind bloß noch die 2. Ist nur in der Mitte blocken, das bisschen. Alle Leute Scouts starten. Alle nach Nord. Guck, dass das Licht erhalten bleibt. Geht Norden. Wie gesagt, stellen wir auch eine Staffel oben über den Russen, das ist ganz wichtig. Nicht, dass der uns da blind wegballert. Ich habe hier kein Licht. Ja. Jetzt sehe ich den Russen. Mari, ich fahr mal mit dir dann vor. Mach das aber nicht oben im Norden, ich block den mit. Ich gehe jetzt ran an ihn. J44 kommt hoch. Aber ganz lange. Die sparen auch Overheat. Ich erwarte, bis ich quasche. Wenn er ein bisschen nach hinten dreht, fährt er in 3 Minen drin. Wer fährt den Süd-CV? Freak, du? Ja. Gehst du mit deinen Fightern ein bisschen mit in die Mitte? Dann kann Cat mit nach Norden reingehen. Ich guck, Achtung, ich unten mehr alleine gescoutet. Ich kann hier in die Mitte, der Russe ist hier. Der hält mich auf. Also so, die J steht, wir könnten ein bisschen drücken. D
Gut, bis Schale mache ich dann. Pass auf, mit die Russen kommen aus dem Norden, aus dem Süden. Das wollen sie sogar wissen hier. Wo sehe ich Nils? Ich muss mal kurz weg. Ja, hat er dir einen gelangt? Jo. Das tut weh, ne? Ja, vor allem habe ich schon reintritt. Mats, ich fahr vor dich. Wo war sie? Der kommt raus. Ich bin jetzt so eng hier rum. Pass auf von unten, die Russen drücken da, die stehen ohne Grenze. Ja, mach den Norden ein bisschen langsamer und passt auf die Mitte auf. Okay, dann fahr ich hinter dir. Fahr du vor. Wir fahren einfach mal durcheinander. Ja, okay. Ja, die drücken uns hier weg mit den Russen. So, okay, der jetzt wieder oben auch wenden. Du bist schon wie viel Zeit oben. Die Enzer wollten freilassen eigentlich. Ja, aber ich wende. Kannst du dir den einen Russen holen mit dem U-Boot? Russen 7, ja, da kommst du. Da bin ich aber weg. Also dann habe ich SS am Arsch. Achso, der kommt von oben. Ja, eine Salve kannst du long reinschicken und dann direkt drehen. Auf den zweiten. Brüssel, aber das ist nur japanisches. Umdrehen und ab heim. Ja, genau. Da, der sitzt. Der hat eh schon Hunger gehabt. Hat. Ja, sauber. Ja, ab schön. Heim mit dir. Ah, die Schere, sag ich schon, Schale. Er frisst da, okay. Er wollte doch nicht. Ja, ich dachte, kurz erwischt. Kriegen wir den noch? Machen wir nochmal Licht um, inne. Bitte, Maver? Kannst du auf die Kaiser ein bisschen mit aufpassen? Geil, warte, ich passe auf sie auf, ich muss nur ein bisschen noch laden. Alles klar. Schön, dass hier noch eine Share kommt, dann verdurrt. Hell, fahr nicht zu dich in den CV. Schick die Salve los und komm zurück. Hell. Uli. Ab rein. Das liegt bei dir scheinbar. Ab rein mit dir. Da ist ja auch noch ein Ziel für eine KGV, KG6. Ne, wollen weiter oben. Pass auf den Russen auf, mit denen solltest du vielleicht nicht unbedingt spielen. Ja, der spielt mit mir, du. Ich weiß nicht, ob oben noch der andere, der Dings fehlt mir noch. Der inne Russe, der war noch nicht weg. Ja, und die J. Der ist hinter der Kaiser. Und ist gerade einer geplatzt. Ach, der BW6. Nein. Uli hat's erwischt, okay. Ich bin noch am Leben. Wenn du reindrehst, die J44, die hat schon einen bösen Schlag. Da ist ein U-Boot, ich kann nicht im Moment. Ich muss mich erstmal in Luft holen gleich. Ja, ich hab den Größe gehabt. Bei mir bist du schon tot. Ach scheiße, ich bin ja schon an der Border hier oben. Hab euch verwechselt, alles gut. Kann ich mal hier mit Haut aushalten? Komm, Süd. Der ist mir ja aus dem Süden bis ganz hier oben mitgefahren, der Russe. Oh, Brocki, hat gegen das 44, aber der ist schon böse am Kugel, ne? Ja, das Problem ist, drunter ist noch was im Dunkeln. Komm, Scott kommt. Was ist hier dunkel? Das Wort kenne ich nicht. Dann hat er sich zurückgezogen, weil den habe ich eigentlich auch gut drückt. Ach, jetzt ist es unentspannt mit den ganzen Scheißrussen hier. Dann fahr wieder dahin, wo die nicht sind. Kannst du einen kurzen Schlenker auf die J fahren, wenn die sich gleich kreuzen? Wenn die gleich auf gleicher Höhe. Achso, okay. Hab ich jetzt ein bisschen zu früh gemacht. Ja, leider ja. Aber war nicht schlecht. Hauptsache hält die zweite unten, weil oben haben wir die Übermacht. Der Rem sollte mal flacken üben, der trifft ja gar nichts. Das ist das Einzige, was bei mir heute funktioniert, ey, aber hundertprozentig. Daneben schießen? Flacken. Es geht um Flacken. Wen gehört denn die Nummer 2 im Süden? Zieht die mal bitte nach vorne. Hat er eine Ahnung, wo denn ihr U-Boot geblieben ist? Negativ. Auf einmal mal in der Mitte. Mal in der Mitte gesehen, aber seitdem nicht mehr. Licht wird langsam instabil. Mangelerscheinung.
So, jetzt haben wir das Bilder halb runtergeklopft, jetzt reparieren wir uns wieder. Ich fahr da mal in den Norden nach vorne. Johannes, wie sieht's bei dir aus systemmäßig? Ich bin ziemlich voll, versuch gerade die J rauszuholen. Ja, die Kaiser ist aber mit auf dir drauf. Wir brauchen langsam Licht in der Mitte. Ja, ich brauche mal Licht auf die Kaiser, dann könnte ich die ein bisschen ärgern. Ist unterwegs. Bei mir ist alles hell da. Ah, da ist auch das Unterwegs. Nee, über der J ist noch irgendwas. Also oben der Russen 7er, das wäre was für einen Scout mehr. Gibt's denn, wie viel SD hat noch der J? Also ein bisschen mehr Warcrash, ein bisschen mehr Warcrash. Der hat nichts mehr. Russen 7er. Weg nach unten. Weil der ist total angenudelt. Ja, da ist, kommt der SS. Die haben ja, aber du fährst drauf, haust auf Range raus und verpiss dich. Du bist schneller wie er. Oder zumindest genauso schnell. Ist ja. Da noch irgendwas im Dunkeln an BPs? Meine Tops haben mehr Range. Maps, sie tritt rein. Wir bräuchten so nicht bei D4. Ja, die hat das alleine. Jetzt ist sie rot, aber dieser kommt mit. Ja, die Kaiser kommen jetzt auch. Und der Russe hier, der ist schon schön angeschlagen, ich hätte gerne. In der Mitte, der. Da habe ich ja Brösel hingeschickt, aber. Ich drück mal die Kaiser, schau mal, ob der J. Nee, warte, die J könnte ich kriegen. Die J könnte ich kriegen. Ja, meine ich ja, und ich halte dich auf Distanz. Hab ich. Brösel weg, die Mitte kommt. Kein Wert. Jetzt muss ich aber. Pass auf die Krasnaya auf, in der Mitte. Upi, ich schieb mich mal hinter dir vorbei. Okay. Dieser dunkle Fleck da, dieser Schatten, der macht mich nervös. Monitorpost. Da ist noch eine Kaiser, da sind zwei Kaiser und da drüber ist die Krasnaya. Da kommt die Krasnaya aus der Mitte. Ich weiß halt nicht wegen den blöden Kaiser, wie weit ich pushen kann. Auf meine Höhe. So ungefähr. Okay. Bisschen weiter hinter. Mauer um der C2 ein bisschen. Kann mal einer durchziehen? Die Krasnaya kommt. Krasnaya Mitte. Ich sehe sie nicht. Ich Nord. Krasnaya Mitte immer noch. Hat gewaltig gefressen. Jawohl. Er ist gesplashed. So, Mitte wieder aufdrücken, wa? Was ist denn oben noch? Oben ist noch eine 424 und eine Scholle. Da ist nur noch eine Kaiser im Süden und in der Mitte ist auch nichts mehr. Da ist noch eine. Da sind zwei nochmal, ja. Und die Jotta. Okay, ich gehe jetzt mal an, die zwei. Soll ich nochmal an? Ja, warte, ich dreh kurz. Ja. Ganz kurz, entspannt euch. Wir kommen ein bisschen zu Hash. J44 kannst du dir holen, J-Flock. Opi, warte bis die im Süden sind und drehen. Und dann auf gleicher Höhe sind. Dann nehmen wir sie raus. War ein bisschen Overheat. Wenn die erste gleich dreht und auf der Höhe von der zweiten ist, dass sie sich kreuzen. Okay. Dann müssen die Johannes, du auch. Ich sehe hier oben halt gar nichts. Ja, Johannes? Ja, Inna ist wieder da. Auch da bereit. Okay, nein, noch nicht, noch nicht. Staffel, Dude. Johannes kann ein bisschen Druck auf den CV ich machen. Ich bin gleich weg. Ja. Ah. Ich hab mir gedacht, ihr wart schon am Drücken. Nee. Boah, shit. Ich will oben halt nicht rennen, weil jetzt, die Schale jetzt, noch dahinter ist. Jetzt. Okay. Jetzt Druck. Ich bin unterwegs. Oh, Licht, ja. Ah, ist schon zu spät. Warte, schon zu spät. Abbruch. Warte, wo sind die? Da ist einer und irgendwo ist noch eine Schale. Aber der Opi wird dunkel. Jetzt seid ihr beide wieder dunkel. 15 Fighter an meinem einen Piloten hängen hier. Maeve, schau mal im Norden oder Mitte. Ja. Wir hatten hier die Staffel über mir. Schräg über mir ist ein Scout, wenn du willst. Aber Komm. Wenn ich schick lieber vor und mach mir, da ist irgendwo noch diese krumme Dings, die nervt. Naja. Den Russen hol ich. Da ist auch eine Schalle. Ja, der ist schon tot, ey. Der kommt schon. Jawohl. Perfekt. Was sehr ist schön, Norden, ist die Schalle. Eine Schalle müsste oben noch sein. Ja, hier sind Minen. Kriegen wir da Licht drauf? Mauer ist gerade vor. Aber ich habe gerade hier irgendwie Scout und sie abgeschossen. Sehr gut. Ist da noch irgendwas zwischen? Zwischen den Kaiser und der Charlie? Nee, eigentlich ist da nichts, außer ein U-Boot und Haufen Minen. Nee, U-Boot war letzter Stand bei B3. Okay, dann lasst unten den Uli ein bisschen arbeiten. B3, warte, komm ich noch. Lass Süd nicht zu viel pushen. Uli, fahr ein bisschen weiter Nord, dass du nicht im Sonar bist. Ja. Im CV. Also ist im Norden nur noch der... Schalle ist er nur noch. Nur noch die Schalle und der CV. Ich fahre ein bisschen auf die Schalle, aber ich brauch sie halt im Licht. Nils, kannst du Nord drehen? Ja, ich wollte bloß Schaden. Da ist und der CV stand einer, okay, da ist er. Eigentlich könnte ich immer... Ja, okay. Uli, du bist entdeckt. Komm zurück. Ganz unten hängt was in der Border, J44. Nee, die ist bei mir schon tot. Okay. Passt aber auf der Junge.
Oh, ich hab gerade nur noch 8 Flieger, okay. Gehen wir hin. Aki fährt schon ins Haufenbecken. Dann hast du mehr Flieger als ich. Wunder, da ist der Sportfreund. Oh, Brösel, du kannst oben die Haustür aufschlagen. Im Süden verbarrikadieren sich. Okay, ich bin weg. Sportfreund, komm ran. Du musst jetzt hier zu den Inseln dicht machen. Ist jetzt einer oben bei der Dings mit dran oder mit der Lena? Ne, ich bin mit dran. Ich würde ja mal rauffahren dann auf die. Nils, Sportsfreund. Nils, wir müssen halt zusammen rauf, weil dann muss er wechseln. BB ist nach oben. Aber Moment, schießt er auf mich. Wenn die Schale weg ist, könnt ihr oben auf den Hafen. Ich hab mal wieder keinen Overheat, wie immer. OP, du bist zurzeit alleine. Kein Problem da unten, ja. Ich habe nur eine Kaiser gegen mich, gegen der 2. Brösel, nicht zu nah ran, der Dings hat so nah ran. Warte, du müsstest dunkel sein. Naja, ich hab aber keinen Overheat, schon auf das Ding nicht. Die CV ist an die Linie ran, wegen so nah. Da war noch ein U-Boot in der Mitte. Jetzt um abdrehen. So, alles oben auf die Charlie. Alles oben auf die Charlie. Los. Müssten doch jetzt alle in Range haben. War nicht näher an den CV ran. Sehr schön. Richtig. Umdrehen, Brösel. Der CV macht dich sonst tot. Der ist halt hinten. Ja. Komm wieder zurück, jetzt. Wir kümmern uns um den CV erstmal. Und alle BBs nach oben. Und steht. Alle BBs nach oben. Nein, nicht alle. Ein paar müssen hier unten hoch ran. Dann sind noch zurück. Einfach einen Hafen wegschießen. Wollte nur einen Hafen wegschießen, habt das doch. Ja, ja. Ruhig bleiben. Da oben ist nichts mehr. U-Boot ist auch tot. U-Boot ist auch tot, ja. Dann kann man eigentlich schon. Ja, der CV ist noch da. Ich wollte gerade sagen. Was unten noch steht, musst du unten halt ein bisschen sperren. Wer ist das hier? Nox. Ich lass mich nicht von dem mit Hedgehogs töten, ich töte erst den CV. Fahr weg jetzt, Saubo. Noxi, pass nur auf, dass die da nicht hochfahren, so an der Insel. Servus, sehr gut, Brösel. So, Sport, jetzt fahren wir hin hier. Oh, die wollen noch eine Runde fahren. Ja. In der Clan-Area gerne. Jetzt hat's drauf. Ich bin noch nicht dran. Jetzt müsst ihr mich schieben. Das war mal eine schöne Runde. Schön konzentriert. Hat er gut gemacht. Und nicht stehen bleiben. Oh, Leute. Die Kaiser, die eine rusht mich im Süden. Ja, ich bin unterwegs. Licht kommt. Ich hab keine Overheat mehr. Oh, da ist das Becken. Auf das Haar schon. Ja, die hat mich. Wo steht unser Brocki? Was? Wo fährst du rum? Unter dem Wasser? Aber bei mir bist du eben gerade auf H2 und fährst Richtung J1. Ich denke, was macht der da hinten? Na sorry. Wer will als letztes hier? Ich will! Oh, hat nicht ausgereicht. Ja, ich hab's. Sehr gut, danke.